So, herzlich willkommen nochmal. Wie das immer so ist mit der Technik, leider hatten wir gerade ein kleines Tonproblem. Das hat sich jetzt aber innerhalb von 3 Minuten dank der tollen Technik Unterstützung von UniTV geklärt. Ich begrüße also nochmal alle hier im Hangout, im Videoraum und auch alle draußen vor dem Stream. Mein Name ist Andrea Brücken. Ich bin eine der Patinnen beim Open Course Knowledge Building. Die zweite Patin ist Cornelie Picht, die Sie hier auch mit den blonden, kurzen Haaren sehen. Die wird heute die Twitter-Streams beobachten und die Seiten von UniTV auf Google+ und auf Facebook. Falls Sie als Zuschauer beim Stream draußen also Fragen oder Kommentare haben, immer munter drauf los. Wir freuen uns. Das werden wir dann versuchen, in die Diskussion hier mit einzubeziehen. Der Open Course Knowledge Building ist jetzt in der 5. Themeneinheit, läuft schon seit ein paar Monaten. Die 5. Themeneinheit dreht sich um sozialpsychologische Aspekte computerbasierter Kommunikation. Veranstaltet wird das Ganze von der Universität Tübingen und zwar im Anwendungsbereich Medien und pädagogische Psychologie. Dort findet ein Offline-Seminar statt mit 7 Teilnehmern. Eine von den Teilnehmerinnen haben wir heute hier auch zu Gast, Katharina, wink doch mal kurz. Ja, da ist sie. Die anderen Teilnehmer stellen sich gleich selbst vor. Als Patin habe ich quasi die Aufgabe, oder alle Paten in diesem Open Online Kurs haben die Aufgabe, eben die Schnittstelle zur Online Community zu bilden. Ich möchte noch sagen, wir haben 174 Newsletter-Abonnenten, was die Hoffnung gibt, dass wir da draußen auch einige Zuschauer haben. Im Vorlauf gab es zu dem Thema etliches an Twitter-Diskussionen und auch an Blogartikeln. Den Kursblog werden wohl einige schon kennen. Gerade sehe ich, kommt eine Frage rein. Ja, Picknick7. Man kann sich anmelden auf dem Tweet-Chat mit dem Twitter-Account und dann einfach reintippen. Ansonsten auch so unter dem Hashtag OCWL11 bitte nicht vergessen. So, im Prinzip kann es losgehen. Ich übergebe jetzt die inhaltliche Moderation an Sabine Hüber. Leg doch mal los. Ja, hallo. Ich freue mich, euch alle hier zu begrüßen. Und wir hatten ja schon Kernfragen ausgearbeitet. Wie verändert sich Kommunikation, hatten wir gefragt, wenn Hierarchien wegfallen bzw. nicht mehr sichtbar sind. Und wie verändert sich Kommunikation, wenn ich mir über das Web schnell ein Bild von der Person machen kann, mit der ich kommuniziere. Und wenn nonverbale Hinweisreize fehlen oder verzerrt sind. Und wenn soziale Normen und Verhaltensregeln sich erst mit der Zeit ausbilden. Und darüber wollen wir jetzt hier in der Kaminrunde diskutieren. Und meine erste Frage geht an den Johannes. Wie nimmst du denn eigentlich die Teilnehmer des Open Course Workspace Learning wahr? Du leitest diesen Kurs oder hast den initiiert und du kennst ja die meisten von uns nicht persönlich. Und hast uns jetzt hier so in diesem Online-Kontext beobachten können. Hast du den Eindruck, die Teilnehmer zu kennen? Ich verstehe jetzt leider nichts. Ja, ich lerne die Teilnehmer gerade kennen im Laufe des Seminars und ich finde es ganz. Johannes, schalte doch dein Mikrofon bitte nochmal ein. Ja, zweiter Versuch. Jetzt müsste ich was. Klappt's jetzt? Also jetzt höre ich dich und die anderen auch? Ja, also die Frage war ja, ob ich die Teilnehmer kenne. Ich kannte sie nicht vor dem Open Course Work-Based Learning und lerne sie jetzt so langsam kennen mit ganz unterschiedlichen Aspekten über Blogbeiträge, über Twitter-Beiträge. Das ist ein unheimlich faszinierendes Konzept und ich stelle mir vor, was passiert wäre, wenn das in einer Vorlesung passiert. Der Referent steht vorne, auf einmal geht die Tür auf, es kommen 3 Leute rein und sagen, hey, wir hätten Lust, hier auch mal was mitzumachen, wir haben gute Ideen, wir bringen uns ein und genau das passiert gerade. Wir haben eine Lehrveranstaltung an einer Universität und es gibt jetzt 3 Leute, die eigentlich gar nichts mit der Universität zu tun haben, die gar nichts mit dem Seminar zu tun haben, die sich einbringen und die es geschafft haben, dass sowas zustande kommt, wie wir jetzt hier haben, nämlich eine Kaminrunde
über die Frage, wie verändert sich denn Lernen, wenn es computermediiert stattfindet, und das erleben wir gerade, finde ich ganz spannend. Okay, und wie ist so dein persönlicher Eindruck? Also hast du das Gefühl, die drei aktiven Teilnehmer, kennst du die oder denkst du, also was würdest du glauben, wenn du sie jetzt im persönlichen Kontext treffen würdest? Ich meine, die hast du ja schon getroffen, die war ja dann irgendwann in der Präsenzveranstaltung da. Gibt es da einen Unterschied jetzt zwischen dem, wie du die Monika wahrnimmst und zum Beispiel mich und die Andrea, wo wir von mich persönlich in Kontakt standen zueinander? Also es ist immer so eine Mischung. Auf der einen Seite hat man das Gefühl, man kennt die Leute, die man nur online kennt, ganz genau, weil man ihre Blogbeiträge gelesen hat und ganz viele Facetten mitgekriegt hat, vielleicht auch mitkriegt, wer regt sich schnell auf, wer ist schnell engagiert, wer ist eher kritisch, wer ist immer ein bisschen dagegen. Man hat das Gefühl, man kennt die Leute, und wenn man dann aber persönlich miteinander zu tun hat, verändert sich alles nochmal. Also ich finde es ganz spannend, dass es oft ja fast wie zwei Persönlichkeiten sind, mit denen man zu tun hat. Also einmal die Web-Persönlichkeit, die nur einen ganz bestimmten Teil von sich darstellt, die nur einen bestimmten Teil auch von Informationen über die eigene Person weitergibt, und dann sozusagen die echte Persönlichkeit, die Offline-Persönlichkeit, die man dann kennenlernt, wenn man tatsächlich face-to-face miteinander in einem Seminar sitzt oder direkt miteinander redet. Mhm. Dann würde ich jetzt gerne das Wort an die Monika weitergeben, weil, also ich muss ja schon sagen, seit der ersten, hörst du mich? Ja. Okay, gut. Also du bist ja schon seit der ersten Stunde sozusagen bei den MOOCs dabei, also hast auch schon die OPCO mitgemacht und hast dann ja jetzt auf dem EduCamp hast du eine Session geleitet, wo du die Frage gestellt hast, wie ist denn das, wenn man jetzt sich online über eine lange Zeit kennt, in so einem, im Rahmen eines MOOC, wie ist denn das, wenn man jetzt plötzlich die Leute persönlich trifft? Und kannst du uns da vielleicht ein bisschen berichten, was sich da so ergeben hat? Oder was die Leute da so, wie die das wahrgenommen haben? Okay, hört ihr mich? Ja. Im Grunde haben die meisten gesagt, dass es keine ganz gravierenden Widersprüche zwischen dem Online-Bild, das jemand vermittelt, und dem realen Auftreten dann ist, sondern es ist eine Erweiterung. Was, jetzt verstehe ich gerade nicht. Was ist mit den anderen? Den letzten Satz bitte nochmal. Der war abgehackt. Ja. Für mich. Die Erfahrung gemacht. Moment mal, können vielleicht alle anderen mal das Mikrofon ausmachen? So, versuch's nochmal. Sorry, Monika. Wunderbar. Soll ich den ersten Teil nochmal wiederholen? Wenn das, ja, wäre ganz okay. Ja. Okay. Also in der Veranstaltung hatte ich den Eindruck, dass die Online-Präsenz, die von jemand wahrgenommen wird, und wenn derjenige dann persönlich aufschlägt, dass das beide nicht in krassem Widerspruch zueinander steht, sondern dass es vielmehr sich um eine Erweiterung handelt. Also man bekommt mehr Aspekte von jemand mit, aber es war wohl ganz, also nicht, dass ich mitbekommen habe, also dass jemand gesagt hat, nee, also das ist ja ein total anderer Mensch. Wobei ich für mich selbst das schon so empfinde. Ich versuche immer erstmal online aufzuschlagen, weil ich meiner Meinung nach online kompetenter rüberkomme, als wenn ich sofort aufschlage. Stelle ich jetzt mal so in den Raum und gebe an den Nächsten. Also sehe ich so nicht, aber gut. Wie ist es denn bei dir, Katharina? Also da war es ja so, dass also ganz am Anfang von dem Kurs war es ja für euch Studenten erstmal sehr ungewohnt, ne, da so online euch zu äußern. Aber ich habe das Gefühl, ihr habt das relativ schnell hingekriegt und seid jetzt auch voll dabei, was ich echt klasse finde. Und ich habe auch den Eindruck, das macht euch Spaß. Das ist mein persönlicher Eindruck.
Wie ist da dein Eindruck? Ja, schon. Hört ihr mich? Ja, perfekt. Ja, gut, okay, weil ich mein Bild nicht sehe, deshalb. Also gut. Ja. Ich fand, das war am Anfang ein bisschen ungewohnt, weil wir manche von den Medien nicht so benutzt haben. Also zum Beispiel, ich habe vorher nie Twitter benutzt und das war ein bisschen ungewohnt, da jetzt einzusteigen und dann wirklich regelmäßig was zu twittern. Also ich muss auch gestehen, ich mache es immer noch nicht so ganz regelmäßig. Ich schaue halt ab und zu mal rein. Aber man kommt schon so ein bisschen rein und wenn man dann auch liest, was die anderen so twittern, dann kriegt man auch eine Idee, wie man das Ganze benutzt und auch die Blogbeiträge, also es ist immer noch gut, dass wir so ein bisschen Hilfestellung bekommen, was wir jetzt eigentlich so schreiben sollen, weil wir halt noch nicht so in diesem ganzen Blogschreiben drin sind, aber ich glaube, es wird langsam, also es läuft. Okay. Und macht es dann ein bisschen Spaß? Natürlich, also man lernt halt neue Sachen kennen und vor allem viele neue Leute und sieht halt, dass es eigentlich Leute gibt, die dich so sehr für das Thema interessieren. Also das hätte ich mir nie gedacht, dass es so viele Leute gibt, die sich für dieses Thema so stark interessieren. Wir haben das zwar an der Uni, aber es sind halt im Internet viele Leute, die mit der Uni jetzt gar nichts direkt zu tun haben, sondern von einem ganz anderen Kontext kommen und sich trotzdem daran so stark beteiligen. Das finde ich sehr interessant an dem Konzept. Das ist ja auch das Spannende, so das Interdisziplinäre, was dann reinkommt. Ne? Das ist dann verschiedene Fachrichtungen alle ihr Wissen zusammentragen und daraus kann was ganz Tolles Neues entstehen. Ja, Guido, wie ist es denn bei dir? Ich sehe übrigens jetzt dein Bild. Danke, Katharina, das war super. Ja. Ich sehe jetzt übrigens dein Bild. Wie ist denn das bei dir? Hast du das Gefühl, du kennst uns, obwohl wir uns ja auch noch nicht persönlich getroffen haben? Hört mich überhaupt noch jemand? Guido? Ja? Guido, mein Mikro einschalten. Kann ich hören und sehen? Hallo. Ja, das Mikro soll an sein, hier laut Anzeige, ist es aber nicht. Ja, doch, ich habe kurzzeitig was gehört. Sag bitte nochmal was. Ja, also die Mikroeinstellung ist auf Mikro an. Ich habe auch den grünen Pegel. Also es ist wohl ein wenig zeitverzögert, aber gut, das soll uns jetzt nicht stören. Ich meine, daran sieht man auch, dass jetzt die Technik einem häufig eben bei solchen Sachen einen Strich durch die Rechnung macht. Ne, das muss man natürlich dann irgendwie mit umgehen, aber ich denke, das ist zu bewältigen. Also nochmal mal ehrlich. Ja, was glaubst du denn, du kennst uns ja alle nicht persönlich und ich dich auch nicht. Die anderen kennen dich auch nicht persönlich, oder? Habt ihr euch schon mal in irgendeinem Kontext persönlich getroffen? Virtuelle Bekanntschaften sozusagen. Genau. Oder thematische Verbindungen, um es mal so zu nennen. Genau. Das ist ein schöner Ansatz, dass man sich eben da eher über die Inhalte trifft und weniger über solche Dinge wie, was weiß ich, Hierarchien oder andere soziale Kontexte. Wie ist denn das bei dir? Hast du den Eindruck, uns zu kennen? Oder was fehlt dir dann noch zu deinem, sagen wir mal, vollständigen Bild unseres Charakters oder von uns als Person? Naja, also im Grunde ist es so, wie Monika das eben schon ausgedrückt hat. Ich empfinde das auch so. Es ist ähnlich, als wenn man jemanden in einem wirklichen Leben kennenlernt. Also insofern mache ich keine allzu großen Unterschiede zwischen real und virtuell. Mhm. Monika hat eben gesagt, dass es so ist, dass wenn man sich persönlich irgendwo trifft und sieht, man eine erweiterte Wahrnehmung hat. Das ist nach meiner Einschätzung genau der Punkt. Nichtsdestotrotz ist es mir auch aus anderen Kontexten immer wieder aufgefallen, dass auch das Virtuelle miteinander zu tun haben, dazu führt, dass man sich kennenlernt. Mhm. Sicherlich nur in einer Facette, klar. Umso spannender ist es ja auch, dass wir hier uns heute Zeit und Gelegenheit nehmen, uns in dieser visuellen Art auch mal zu treffen.
Das ist ja auch wieder eine neue Facette, die dazu führen wird, dass wir sagen, okay, wir haben den jeweils anderen wieder ein Stückchen mehr kennengelernt und können ihn vielleicht besser einschätzen. Mhm. Ich zum Beispiel meine mangelhafte Technik, ja. Was? Ich kann jetzt meine mangelhafte Technik hier auch besser einschätzen. Ja. Also, wir hatten ja auch in dem Grundlagentext, stand ja auch drin, der ist ja schon ein bisschen älter, da stand ja dann auch, dass eben man sich nicht sehen kann oder auch nicht hören kann. Und es wurde da halt, ging dann viel halt von, sagen wir mal, etwas altmodischerer Online-Kommunikation aus. Solche Sachen, die wir so heute jetzt haben, in diesem Rahmen, da ist natürlich ein Kennenlernen viel besser möglich als noch vor 5 oder 10 Jahren. Ich muss jetzt mal überlegen. Ich weiß gerade nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Magst du mir mal kurz helfen? Andrea, hast du vielleicht einen Impuls oder sowas? Ja, aber klar helfe ich dir. Also, was ich am Anfang so gemerkt habe, ist dieses Authentizitätsproblem. Zu mir hat mal jemand gesagt, du stellst dich auf jeder Plattform so ein bisschen anders dar. Und ich habe gesagt, nee, diesen Eindruck habe ich von mir überhaupt gar nicht. Ich finde, das ist ein rundes Bild. Ich weiß nicht, wie ging es euch denn? Ihr habt ja auch verschiedene, jeder hat Google Plus, Facebook, Twitter, benutzt das mehr oder weniger. Monika, wie ist denn das bei dir? Hast du das Gefühl, du hast ein rundes Bild, Profil von dir ins Netz gegeben, auf das die Leute auch ansprechen können? Mikrofon bitte, Monika. Nicht zu hören von dir? Okay, vielleicht jemand anders, Johannes? Also ich persönlich stelle mich immer ganz gezielt auf unterschiedlichen Plattformen unterschiedlich dar. Also bestes Beispiel finde ich Facebook, wo man ein Urlaubsfoto postet und einmal sagt, ich gehe heute Abend ins Theater oder so. In Deutschland die Plattform Nummer 2, die vielleicht gerade von LinkedIn abgelöst wird, Xing, wenn ich da jetzt Urlaubsbilder reinstellen würde, ja, dann käme ich irgendwie nicht gut an. Also da würde ich sagen, ist ganz klar ein Unterschied zwischen Selbstdarstellung in unterschiedlichen Netzwerken. Und das vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was Sabine vorher sagte, ich glaube, es hat 2 Komponenten. Also auf der einen Seite weiß man natürlich weniger über den anderen, Computer vermittelt, man weiß vielleicht nur das, was er sagen möchte, man weiß nur eine bestimmte Facette oder nur einen Teil der Persönlichkeit. Aber auf der anderen Seite weiß man auch viel mehr. Ich gebe einmal bei Google einen Namen ein und weiß dann, ah, so stellt er sich auf Facebook dar, so ist er auf Google Plus, da hat er noch einen Blog, dann arbeitet er da. Also ich kriege auch über eine Person, die ich eigentlich noch gar nicht gut kenne, übers Netz ganz fürchterlich viele Informationen raus. Ja? Was ein finde ich, einen ganz erheblichen Einfluss hat darüber, wie ich kommuniziere. Also bevor ich eine Antwort schreibe, mache ich das tatsächlich manchmal so, dass ich gucke, wer ist es eigentlich, der mich da was fragt oder wer ist es, der da was von mir hat. Das könnte ich im normalen Leben nicht. Also wenn mich jemand anspricht und sagt, hey, kannst du mir mal helfen oder was meinst du denn dazu, dann habe ich nur das zur Verfügung, was ich jetzt in dieser Kommunikationssituation habe. Also insofern ist es beides. Die Kommunikation ist sparsamer. Ich stelle mich nur in bestimmten Persönlichkeitsfacette dar, aber vielleicht auch an manchen Stellen reichhaltiger, weil ich eben mehr Informationen suchen kann, die ich im normalen Leben, und damit meine ich jetzt gerade immer Face-to-Face-Kommunikation, obwohl die Unterscheidung zwischen normal und nicht normal wahrscheinlich hier nicht richtig ist. Mhm. Ja, und hinzufügen könnte man noch, dass eben in einem längeren Kontext dann vielleicht, also wenn man jetzt so einen Kurs zusammen macht und richtig thematisch auch miteinander interagiert, dass dann eben dieses Kennenlernen auch nachgeholt werden kann, ne? Weil man dann schon auch gewisse Charakterzüge wahrnehmen kann. Ne? Also das sind diese Big Five zum Beispiel, ne? Das kann man ja wahrnehmen, wie ein Mensch in der Gruppe interagiert und bekommt dann schon ein Stück Bild von der Person, ja, auch wenn jetzt die nonverbalen Hinweisreize fehlen, wobei hier sind sie ja gerade sogar. Eben, also bei einer E-Mail kann man eben nicht hören, dass ich einen süddeutschen Akzent habe oder Monika aus dem Hessenland kommt.
Stimmt, ja. Und das ist ja bekanntlicherweise ein Persönlichkeitsmerkmal. Ist es? Tatsächlich? Also die Süddeutschen sind ein bisschen ruhiger. Nein, das halt. Naja. Okay, zurück. Ja. Auch von mir kurz noch meine Antwort zur Frage, jetzt wo es gerade geht. Also ich denke, dass am ehesten meiner Persönlichkeit meine Präsenz auf Twitter entspricht. Okay. Facebook wird noch etwas stiefmütterlich von mir behandelt und Google Plus fühle ich mich, als könnte ich es noch gar nicht bedienen. Mhm. Also meine gefühlte Persönlichkeit spiegelt sich auf Twitter. Auf der anderen Seite auch wieder kommt mein, ich sag mal, wenn er vorhanden ist, der Humor auch viel härter dort raus, weil man eben nur den Text lesen kann. Also ich würde sagen, des Twitter bin ich als Persönlichkeit impotenziert. Mhm. Und wie ist es bei... Was hast das war jetzt abgerissen, hast du mich gerade gefragt? Oder wen hast du gefragt? Genau. Ich will mal kurz intervenieren. Genau. Sabine, da ist eine Frage von Twitter. Von Twitter, ah ja, okay. Sehr spannend. Ja. Und zwar fragt Ed Elysee, ob sich unsere Web-Persönlichkeit auf die Offline-Persönlichkeit auswirkt. Also sie fragt, verändert sich unsere Offline-Persönlichkeit und passt sich der Web-Persönlichkeit an? Wer möchte darauf antworten? Also ich habe dazu Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich habe nämlich festgestellt, dass das, was man lernt, in dem Maße, wie man sich mit diesen neuen Medien befasst, auch eine ganze Menge Selbsterkenntnis bringt. Das heißt, ich lerne etwas über mich und ich kann mich in unbekannten Situationen deutlich anders einschätzen, als wenn ich diese Gelegenheit nicht wahrnehmen würde, mich auf bestimmten Terrains auszuprobieren. Und ich fühlte mich eben schon in dem Beitrag von Monika ein Stück weit an das Buch von Richard David Precht erinnert. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und auch das, was Johannes gerade gesagt hat, dass er sich auf unterschiedlichen Plattformen unterschiedlich darstellt, das tue ich zurzeit auch. Und ich merke eben auch, wie ich da jeweils Facetten meines Lebens unterschiedlich darstelle. Ich habe beispielsweise eine ganz klare berufliche Ausrichtung auf Xing, auch mein Twitter-Profil habe ich geteilt, merke auch, dass ich privat kaum twittere. Das sind aber Erkenntnisse, die ich im Grunde nur dadurch gewinnen konnte, dass ich mich in dieser virtuellen Welt begonnen habe einzurichten. Mhm. Ja, ich würde sogar noch hinzufügen, also man kann sich in ganz vielen Situationen erproben, wo man vorher die Gelegenheit nicht hatte. Und es verändert, man bekommt ganz viel Wissenszuwachs auch dadurch, dass man in diesem Kontext sich bewegt. Es ist Wahnsinn, wie viele Informationen man hat, die man vorher nicht hatte. Und ich glaube, das verändert die Persönlichkeit auch dahingehend, dass man viel selbstorganisierter sein muss. Also man ist gezwungen, gewisse Dinge zu erlernen, sonst ist man hier in diesem Kontext hoffnungslos verloren. Ne? Und also das bildet die Persönlichkeit sehr, würde ich mal sagen. Also wenn ich überlege, die Zeit, seit ich online bin, das hat mich immens verändert. Ja, ist das wirklich so? Ich stelle mir zum Beispiel die Frage, ob das die Persönlichkeit tatsächlich in dem Maße verändert oder ob es nicht viel mehr geeignet ist, Teile der Persönlichkeit, die einem vorher unbewusst oder unbekannt waren, einfach nur offen zu legen. Ja, das kann natürlich auch sein, ne? dass durch Potenziale einfach aktiviert werden. Ja. Also Psychologen machen es sich ja immer einfach, indem sie sagen, kann beides sein. Also ich würde sagen, Internet verändert Persönlichkeit, aber die Persönlichkeit beeinflusst auch, wie ich mich im Internet verhalte. Und ich glaube schon, dass es auch sozusagen Persönlichkeitspositionen gibt, die eben es manchen Leuten einfacher machen, sich selber darzustellen in verschiedenen Netzwerken und andere Leute sich eher zurückhalten und sagen, jetzt warte ich erstmal 2-3 Jahre, bis alle bei Facebook sind und dann muss ich auch mal mitmachen.
Was ich allerdings glaube, dass wir besser werden in der Selbstdarstellung. Also, dass wir gezielter unterscheiden können, wo mache ich was. Und das ist sicherlich eine, man kann es Medienkompetenz nennen oder Lernerfahrung im Umgang mit Medien, dass man weiß, wie nutze ich welches Medium und dass dazu auch gehört, wie präsentiere ich mich selber. Was sage ich von mir, um Feedback zu kriegen? Wie stelle ich mich da, damit ich ein interessanter Gesprächspartner bin, dass Leute meine Blogbeiträge lesen und auf Twitter antworten? Ich glaube schon, dass das sozusagen auch dann, das ist für das Entweder-Oder, dazu führt, dass wir sozusagen besser werden, uns im Web darzustellen. Ja, möchte ich also durchaus unterstreichen, denn ich bin auch eher ein Freund des Sowohl-als-auch-Ansatzes als dieses Entweder-Oder. Denn ich habe auch bei der Lektüre der jetzigen Inhalte, dass jeder Vorteil auch einen Nachteil hat. Die Frage ist einfach nur, welche Seite wir dort beleuchten und für uns zulassen wollen. Und von daher, ja, eindeutig sowohl als auch und viele Graustufen statt nur schwarz-weiß. Okay. Spannend fände ich nochmal die Frage, was macht es denn mit Lernen? Also wie verändert sich Lernen dadurch, dass wir jetzt computermediert kommunizieren? Also war gerade schon das Argument, man kriegt viel mehr mit, man ist viel mehr drin. Das finde ich eine spannende Frage. Da fällt mir jetzt spontan dieses Wort ein, das ich nie aussprechen kann, Serendipitätsprinzip. Oh nein, kannst du mal eine aussprechen, bitte? Post-it-Prinzip. Post-it-Prinzip, also die Erfindung des Post-its, das ist ja das beste Beispiel, ist ein Zufall, also dass sich der Kleber wieder löst, das soll ein Kleber eigentlich nicht, aber wie man es ausspricht, weiß ich auch nicht. Serendipity. Also ich helfe jetzt mal, das heißt Serendipity. Ja, also gemeint ist damit ja. Ich würde es jetzt mal versuchen, Serendipitätsprinzip. Fast. Gut, lassen wir das. Okay, also was es gemeint ist. Jetzt hättest du was sagen können, dein Internet. So eine Art Zufallsprinzip und besagt eigentlich, dass man, wenn man im Internet surft und lernt, auf ganz zufällige Inhalte stößt und die einem dann so einen gewissen Aha-Effekt liefern. Und das ist sehr spannend. Man kommt also, man hat halt die Möglichkeit, dann in ganz andere Gebiete und Bereiche vorzudringen, in die man sonst nie vordringen würde, wenn man jetzt formal lernen würde. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da beschreibst. Denn die Frage ist doch weniger im akademischen Sinne, was ist Lernen, sondern was bedeutet es, wenn wir Aha-Erlebnisse haben. Und wenn ich sage, in dem Moment, wo ich dieses Aha-Erlebnis habe, habe ich etwas gelernt über mich oder über die Situation, dann habe ich neurobiologisch auch eine Belohnung dafür. Dann habe ich einen Anstieg Dopaminspiegels etc. pp. Und diese Aha-Erlebnisse, das sind im Grunde genommen genau die, die ich auch meine, als ich vorhin davon sprach, ich lerne etwas über mich, über meine Art mit Umgang mit Dingen. Und von daher nochmal mein Votum, dass sich einlassen führt bei mir zu Lernerfolgen, die ich auch Selbsterkenntnis nennen könnte. Mhm. Ja. Katharina, hast du mehr Aha-Erlebnisse in diesem Seminar als in anderen Seminaren? Naja, also mehr würde ich jetzt nicht sagen, vielleicht andere. Also dadurch, dass ich jetzt mit, mehr so Anwendungs-Aha-Erlebnisse. Also, dass ich jetzt Twitter benutze, dass ich einen Blogbeitrag geschrieben habe in den anderen Seminaren, ist es halt vielleicht mehr inhaltlich, dass ich sage, ich habe jetzt den einen Text gelesen und da ging es jetzt um dieses Thema. Oh, das war aber interessant. Also, ich habe in dem Seminar, finde ich, jetzt mehr von dieser Medienkompetenz gelernt, von der du vorhin gesprochen hast. Also, dass ich jetzt weiß, wie man twittert, dass ich weiß, worüber könnte man denn so twittern. Hier dieses Anwendungsformat, ich kannte auch viele Sachen vorher nicht, also das Adobe Connect oder das, was wir jetzt hier machen. Und auch der Aha-Effekt war auch da, dass sich die Leute so dafür interessieren und sich so sehr beteiligen. Also das hat mich auch überrascht, schon von Anfang an. Darf ich nochmal nachfragen, kann man das auch umgekehrt sagen? Also hast du in dem Seminar weniger Inhaltliches gelernt als in anderen Seminaren? Weniger
das, was du erwartest, was ein Seminar im Hauptfach Diplompsychologie vermitteln soll? Weiß ich jetzt nicht. Also wir hatten halt die Texte, also gerade dann in den Offline-Sitzungen fand ich schon, haben wir eigentlich schon viel Inhaltliches auch gelernt. Ich fand aber, dass in dem Seminar jetzt hier mehr die Betonung auf der Kommunikation zwischen uns und den Online-Mitgliedern war. Also jetzt nicht wie in anderen Seminaren, dass es darum ging, den Text jetzt super zu kennen oder ein Referat drüber zu machen, sondern hier ging es, finde ich, mehr so um die Verständigung mit den anderen Leuten, mit den Leuten von außerhalb, um die Medienbenutzung. Also ich habe das mehr so empfunden, dass dort eben die Betonung darauf lag. Also dann durch die Blogbeiträge und die Twitter hat man sich schon auch inhaltlich damit beschäftigt, aber für mich war die Betonung mehr auf diese Medienbenutzung und die Kommunikation mit den anderen Mitgliedern. Ja, klar, sicher, am Anfang ist es, macht man sehr wahrscheinlich erstmal so Metakommunikation, also die Regeln, das muss sich erst alles ausbilden. Das Inhaltliche, das dauert dann, also das passiert dann vielleicht erst nach einer ganzen Weile, vielleicht am Ende des Kurses noch viel mehr, dann hoffe ich. Wobei das natürlich auch ein sehr spannendes Lernfeld ist, ne? So das Wie und so weiter. Jetzt kommt hier von Pfirsichblüte, auch noch eine Studentin, die meldet sich gerade aus dem Web und sie sagt, Lernen wird vielfältiger. Und Cornelie, war da noch eine zweite Frage irgendwie? Kannst du dich da nochmal einschalten? Wir hören dich nicht, also ich nicht. Eine zweite Frage war dann nicht, sie hat Pfirsichblüte 2 hat bei Twitter gesagt, Lernen wird vielfältiger und man bekommt Zugang zu viel mehr Informationen. Es gibt aber noch eine andere Meldung von Edwinchen Bach. Er schreibt, das Social Web ermöglicht Aha-Erlebnisse und damit Lernen. Also Definition, Aha-Erlebnisse machen das Lernen möglich bzw. einfacher. Mhm. Ja, und auch spannend, einfach, es ist einfach ein schönes Gefühl, ne? So ein richtig tolles Aha-Erlebnis. Ja. So, ich, okay, und die Monika schreibt hier, es gibt auch noch Hinweise von Idnerf, was? Von Idnerf halt. unter OCWL, also über Twitter oder was? Ja. Achso, er hat das 11 vergessen. Wir müssen aber auch jetzt gleich zum Schluss kommen. Die Andrea hat mich eben schon drauf aufmerksam gemacht. Ja, wir haben noch 20 Minuten. Also was ich aus Sicht eines Dozenten spannend finde, Lernen wird unplanbar oder nicht planbar. Das heißt, was da für Anregungen von außen kommen, was da für Texte dazukommen, was da für vielleicht auch kritische Punkte kommen, kann ich in so einem Lernformat, in dem es eben Aha-Erlebnisse durch Zufallsfunde gibt, viel weniger planen. Das heißt, in einer Vorlesung oder in einem Seminar sage ich die und die Texte und dass die Studenten dann von sich aus anfangen und sagen, ach nee, das sehe ich aber ganz anders, passiert relativ selten. Und so ein Lernformat fordert es geradezu heraus, dass es ja unkalkulierbar wird und auch der Dozent die Chance hat, neue Sachen zu lernen, die er gar nicht so geplant hat oder sie für das Seminar. Ja, das ist glaube ich, auch ein interessanter Aspekt. Mir fällt nämlich gerade ein, ich meine, es soll von John Lennon überliefert sein, Leben ist das, was dir passiert, während du andere Pläne machst. Und das könnte man jetzt 1:1 modifizieren, indem man sagt, Lernen ist das, was dir passiert, während der Dozent andere Pläne hat. Und was dem Dozenten dann selber auch noch passiert. Na gut, der Dozent ist ohnehin aus meiner Sicht niemals der Allwissende. Und wenn wir feststellen, dass sich Lernen in dem Maße verändert, dann wird natürlich fast zwangsläufig auch die soziale Rolle des Dozenten eine andere. Es ist im Zweifel nicht mehr derjenige, der vorne als die personifizierte Kompetenz wahrgenommen wird, sondern er ist Teil des Spiels, Teil des Systems. Und erhält völlig, völlig neue Anregungen, genau wie letztendlich alle anderen Teilnehmer. In dem Moment, wo er sich aus seinem Elfenbeinturm der Wahrnehmung herausbewegt. Das, was Katharina gerade sagte, möchte ich auch nochmal betonen.
Ein Seminar wird zwangsläufig vermutlich interessanter, weil diese Form des Miteinanderarbeitens ja den Blick über die Universität und die Seminarräume hinaus öffnet. Deshalb finde ich auch den Begriff Gastgeber gut und eben nicht Dozent oder Lehrer oder sowas, sondern tatsächlich derjenige, der einen Raum schafft, eine Infrastruktur bereitstellt, vielleicht auch Lernimpulse gibt, aber sonst als Gastgeber dafür da ist, dass Lernen passiert, aber nicht derjenige ist, der Lernen vermittelt oder Wissen vermittelt, sondern der sozusagen Raum schafft dafür, ja, eben, dass sozusagen selbstgesteuertes Lernen stattfinden kann. Genau, ich würde es als Moderation eines selbstorganisierten Lernprozesses, könnte man vielleicht bezeichnen. Ja. Ja. Aber ist das denn nicht das, was genau so Angst anderen Lehrenden macht, dass man eben nicht mehr die Kontrolle hat? Also man braucht ja eine viel größere Souveränität, muss viel mehr in sich ruhen, um das auch auszuhalten, ja? Also jetzt so als Neudozent würde mir das ja eher Angst machen, loszulassen. Mir jetzt. Ja, würde ich auch unbedingt unterstreichen, weil alleine der Begriff Neudozent ja schon impliziert, dass die Dozentenrolle neu zu definieren ist. Es ist also auch in diesem Bereich eine Form von Neuland, die da jemand betritt. Und wenn wir in dieser Metapher bleiben, den Fuß auf unbekanntes Terrain zu setzen, im Sinne von das ist Neuland, das ist immer spannend, aufregend, und da sind wir ganz, ganz stark auf der emotionalen Ebene. Und wir haben es ja auch in diesem Kurs gelernt. Wir haben mit sehr vielen und vielleicht auch diffusen Ängsten zu Beginn zu tun gehabt, als es darum ging, oh, in welcher Form kann und soll ich denn jetzt hier diese Medien nutzen? Da wird von mir etwas verlangt, was ich ja so gar nicht kenne. Es entspricht nicht meinen Erwartungen, etc. Hm. Ja, jetzt kommen hier noch aus dem Netz noch ein paar Meinungen oder Stimmen. Also Pfirsichblüte sagt etwas Ähnliches, also sie musste sich viel mehr eindenken und viel selbstständiger an den Themen arbeiten. Und ich hoffe, dadurch kam sie dann auch, konnte sie tiefer in das Thema einsteigen. Das kann ich sie leider nicht fragen. Das ist sehr schade, vielleicht kann sie einfach mal noch was dazu sagen oder was dazu twittern. In der Zwischenzeit meldet sich auch der von Karne-Fan zu Wort und sagt, Katharina hat vor allem Medienkompetenz gelernt. Also vielleicht nochmal, ich glaube, das ist genau die Schnittstelle, dass man braucht beides. Man braucht die Medienkompetenz, man muss die Medien kennen, man muss wissen, wie hier Google Plus und so funktioniert und muss dann aber auch den Schritt noch weitermachen. Also ja, sozusagen jetzt aus einer Dozentensicht würde es mir das nicht reichen, dass Leute sagen, ja okay, ich weiß jetzt, dass es Facebook gibt und ich kann jetzt bloggen und twittern und so, sondern es gibt schon auch noch den eigentlichen Inhalt und das immer wieder bei der Kernfrage. Ich glaube schon, dass das ein Problem bei computermedierter Kommunikation ist, dass ich erstmal üben muss, computermediiert kommunizieren zu können, bis ich dann zu den Inhalten komme. Und ein bisschen, finde ich, haben wir das in dem Kurs erlebt. Also, dass die ersten Wochen noch so sehr so Metaebene, wie machen wir das jetzt und Blog und machen wir so. Und ja, also wir sind noch beim Kommunizieren, ja, üben, bis man dann tatsächlich zu dem Inhalt kommt. Und ich glaube, das ist schon ein im Moment noch Merkmal von computermediierter Kommunikation. Das gibt es im Offline-Seminar nicht, dass man erstmal 2 Stunden diskutiert, was machen wir jetzt, wie machen wir das und wie gestalten wir das. Anspruch. Alles schon festgelegt und in der Online-Kommunikation müssen wir das alles neu definieren. Da sind die ganzen Regeln eben noch unklar. Und es muss sich erst eine Kultur bilden. Also ich würde behaupten, wenn wir das 2, 3, 4 Jahre später machen, dann wird der Prozess vielleicht etwas schneller laufen. Aber es gab Einspruch. Ja, von mir. wäre ja langweilig, wenn alle immer die gleiche Meinung vertreten. Insofern, das, was du hier beschreibst, ist für mich der Punkt Rollendefinition. Und die Rollendefinition habe ich in jeder Neukonstellation, zumindest ist für mich auf der Agenda, soll heißen, wenn ich ein neues Projekt beginne oder wenn ich mich zu einer gemeinsamen Arbeitssitzung treffe. Wir kennen wahrscheinlich alle aus verschiedenen Seminaren immer die Eingangsaufgaben.
die heißen, wer macht was, mit wann bis, ja, mit wem bis wann. So, und genau diese Rollendefinition wird natürlich dann schwieriger, wenn es keine Rollenvorbilder gibt. Also in dem Maße, wie du, Johannes, jetzt Online-Dozent bist, bist du sicherlich ein Rollenvorbild geworden für Kollegen. Die Frage ist, konntest du dich irgendwo jetzt in deinem Umfeld an jemanden in der Rolle und in der Ausgestaltung dieser Rolle orientieren? Ja, vielleicht die OPCO, ne? War so ein bisschen der Vorreiter, aber es muss natürlich neu definiert werden. Aber sorry, bitte. Also ich glaube, es geht für beide Seiten. Also es muss sowohl dadurch, dass ja die Kombination von Offline und Online ist, muss es sozusagen, die Offline-Welt muss lernen, online zu werden und Kommunikation zu lernen, aber die Online-Welt muss auch lernen, Offline-Welt zu akzeptieren und zu sagen, okay, da gibt es ein Seminar, das ist geschlossen, die haben andere Regeln, die sind das anders gewöhnt. Also ich glaube sozusagen, die Rollendefinition ist deswegen viel schwieriger, weil es eben sozusagen eine asynchrone, verteilte, ganz unterschiedliche Communities, die sie aufeinandertreffen. Das heißt, wenn wir offline in einem Seminar sind alle da, dann sagt man, okay, jetzt machen wir das so und so und so. Ja, das ging bei dem Kurs nicht so. Ja, ich glaube, das ist nochmal eine Besonderheit von computermedierter Kommunikation, dass es eben Schnittstellen zwischen Communities gibt, zwischen Netzwerken gibt, die es im echten Leben natürlich auch gibt, aber viel seltener und auch viel organisierter, als wir das jetzt hier erlebt haben. Es ist viel schwieriger, Absprachen zu treffen im Vorfeld, weil eben es keine fest definierte Community gibt. Das heißt, dieser Vorgang Norming, Storming, Performing, das läuft halt immer und immer wieder ab. Also man findet sich immer wieder in Kleinstgruppen neu und muss es dann durchlaufen. Aber das ist auch eine aus meiner Sicht sehr spannende Schulung, weil man sich halt ständig wieder auf neue Situationen, neue Menschen, neue Rollen einstellen muss. Und so halt ein sehr breites Spektrum an Interaktionsmöglichkeiten hat sich erarbeitet. Ja, jetzt kommt hier noch... Ich melde noch mal kurz von Twitter. Fontanefan fragt den Johannes, ob auch der Dozent gelernt hat. Klar, also, sowohl inhaltlich, also dadurch, dass ich manche Texte, die ich zwar schon 5-mal gelesen hatte und schon in unterschiedlichen Seminaren behandelt habe, noch mal mit anderen Impulsen, mit anderen Texten von außen. Ich habe auch gelernt, dass man nicht blauäugig sagen darf, ja, jetzt mache ich das mal und guck, was passiert, sondern dass da sich ganz viel entwickelt, was man gar nicht geplant hat. Ja. Und ich habe vor allem gelernt, das, was ich vorher gesagt habe, man kann nicht alles steuern und muss, glaube ich, auch akzeptieren können in so einem Lernformat, dass Dinge passieren, die passieren, ohne dass man sie verändern kann, egal ob man jetzt gut oder schlecht findet, aber dass man sozusagen gar nicht alles als, ich bleibe bei dem Begriff Gastgeber, gar nicht alles steuern muss und gar nicht alles verantworten muss, sondern dass genau das auch der Reiz ist, dass da eben, ja, hier sind wir wieder bei Zufallsglücksfunden, Post-it-Prinzip, dass da was passiert, was man sich eben gar nicht vorstellen konnte, dass das passiert. Ja, möchte ich auch gerne noch unterstreichen. Dieses Selbstorganisationsphänomen, das ist, glaube ich, eine der größten Lernüberraschungen für den klassischen Organisator, auch in Unternehmen, der meint, er müsse bis ins letzte Detail, möglicherweise ähnlich wie ein Dozent, bestimmte Dinge vorplanen, um den Beleg dafür zu liefern, dass er einen guten Job gemacht hat. Und vermutlich ist das wahrscheinlich die größere Überraschung, jetzt nicht nur für den, der dieses Aha-Erlebnis dann hat, sondern möglicherweise auch für die gesamte Organisation, dass das sich nach außen öffnen, neue Impulse bringt. Und diese neuen Impulse sind im Zweifel genau die, die zu persönlicher oder auch organisationaler Weiterentwicklung führen. Das ist für mich das Spannende daran. Ja, das hieße einfach mal loslassen, aber trotzdem eben effizient dabei bleiben können. Das wäre halt dann noch zu die Frage, ob das möglich ist. Müssten wir aber jetzt in der nächsten Session besprechen, weil die Andrea meldet sich jetzt zu Wort. Möchtest du gerne noch abschließende Frage stellen? Ich kann mal direkt anknüpfen, weil das, was Guido gesagt hat, ist einfach perfekt. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin mehr Teil der Community. Ist ja klar, ich habe das Ganze nie als Kurs empfunden, diesen Open Course.
Und ich würde jetzt gerne noch mal einmal reihum fragen, so auf die letzten Minuten, wie ihr alle dieses Spannungsfeld zwischen Kurs und Community und die Lernmöglichkeiten empfunden habt. Denn das ist ja auch der Titel dieser Session. Johannes, magst du mal anfangen? Ganz klar Community, würde ich sagen. Weil der Kurs sich zwar als sozusagen Kerntruppe schon wahrnimmt und auch eine gewisse Verantwortlichkeit von mir immer wieder gesagt gekriegt hat, hey, ihr müsst hier auch was bringen, damit das funktioniert, sich aber, glaube ich, sehr stark als Teil einer größeren Community wahrgenommen hat. Und nichts, auch deswegen ist der Blog für mich sozusagen die zentrale Schnittstelle des Kurses und damit sozusagen, klar, Schnittstelle, Kurs zwischen Community, aber klar eine Veränderung des Kurses hin zu einer Community, die vielleicht auch über den Kurs hinaus noch ein bisschen weitergeht. Mhm. Ja, das wäre schön, ja. Und hast du also würdest du so ein Projekt jederzeit wieder machen, sage ich mal so? Meinst du, dass es auch bei den Studenten Anklang findet? Weil es geht ja auch darum, neue Bildungskonzepte zu finden und irgendwie durch das Web die Bildung schöner, neuer, toller, interessanter zu gestalten. Für mich bleibt das Spannungsfeld zwischen Medienkompetenz, Trainieren und Lernen und inhaltlich weiterkommen. Und meine Wahrnehmung ist, dass der Kurs im Vergleich zu anderen Kursen, was die Kerninhalte angeht, noch nicht das gebracht hat, was ich mir eigentlich erhofft hatte. Insofern, ja, es wird ein weiteres Mal geben, keine Ahnung wann. Und für mich sozusagen die Aufgabe, wie kann da die Balance zwischen nur Medienkompetenz lernen und sich tatsächlich auch nochmal intensiv mit den inhaltlichen Sachen auseinanderzusetzen, wie kann das gelingen? Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass so ein Konzept eben auch langfristig für universitäre Bildung sozusagen fruchtbar sein kann. Ja, solche Diskussionen hatten wir beim OPCO auch schon, dass dieses Erlernen von Tools und Techniken und dieser Schritt ins Web hinein überhaupt erstmal eine Hürde ist und man sich stattdessen, also man beschäftigt sich dann nicht mit den Inhalten. Ne? Da kommt gerade Gegenwarnung. Ich empfinde computermedierte Kommunikation eigentlich eher als störend, weil ich am besten alleine lerne oder durch Diskussionen in Kleingruppen. Okay, das war nochmal ein anderer Standpunkt, ne? Gegen offenes Lernen im Web. Ich würde noch mal weitergehen. Wir nähern uns langsam dem Ende. Guido, sag mal, wie hast du das Spannungsfeld empfunden, so zwischen Kurs, Community, wo würdest du dich eher sehen? Also ich sehe mich ja grundsätzlich eher auf der etwas praktischeren Seite. Soll heißen, ich bin gedanklich halt immer in den Unternehmen und stelle für mich dann auch dort eher die Parallelen her. Für mich ist der Gedanke, der hier eben von Johannes geäußert wurde, der stellt für mich ganz klar die Parallele dar zu einem Projektteam im Unternehmen. Die haben im Zweifel halt immer eine Aufgabe, etwas Neues zu schaffen und die stehen auch in einem permanenten Spannungsfeld zu ihrer Umwelt. So wie die Seminargruppe in Tübingen in einem Spannungsfeld ist zu den Offline-Teilnehmern steht. Und genau aus diesem Spannungsverhältnis heraus entsteht aber im Zweifel die Energie, die gebraucht wird, damit nicht nur eine neue Insel entsteht, sondern sich das System, der Bereich, die Organisation, was auch immer, sich als Ganzes verändern kann. Wer lacht da? Entschuldigt, am besten, ich sage meine Stellungnahme auch gleich, dann kann ich das nicht so wieder ausschalten. Ja? Also für mich war es auf jeden Fall eher Community. Ja, Community als Kurs. Fontane-Fan ist mir sehr viel näher ans Herz gewachsen, auch der Winchenbach und der Guido. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich die Beziehungen zu Pfirsichblüte 2, Karl Kunzelmann, Suse05, LOL-S, wie ihr alle heißt, intensivieren würden. Ja? Was sich mir jetzt aber aus persönlichen Gründen als Frage stellt, ist, heißt es, dass ich dann jedem Kurs eigentlich 3 Wochen oder einen Extrakurs Medienkompetenz vorschalten müsste, um alle auf so eine Art Grundstand zu bringen, dass die von null sofort reinspringen können? Oder haltet ihr das schon wieder für überpädagogisiert? Also wenn ich dazu was sagen darf? Gerne, ja. Also auch an dieser Stelle plädiere ich für das Sowohl-als-auch-Prinzip.
wir werden in solchen Konstellationen bestimmt Leute haben, die sich wohler fühlen, wenn sie eine Basisausbildung haben. Wenn es aber Teilnehmer gibt, die sagen, oh, ich lerne am liebsten in dem Moment, wo mir Herausforderungen begegnen, dann haben die ihre Berechtigung ganz gewiss eher in dieser vermeintlich chaotischeren Umgebung. Das ist im Zweifel auch wieder eine Frage, welcher Lerntyp möchte da was erreichen? Das gibt ja auch Corneli. Können wir vielleicht, ja, Entschuldige. Corneli wollte auch was sagen. Ja. Also ich denke, es wäre für diese Kurse durchaus sinnvoll, wenn es eine Kennenlernphase gäbe, anders als es im Kurs gelaufen ist. Also diese Sache mit dem Etherpad fand ich zum Kennenlernen jetzt nicht die allerglücklichste Lösung. Ich denke mir gerade während dieses Hangouts jetzt, dass das zum Kennenlernen eigentlich sicherlich die bessere Variante wäre. Vielleicht noch Katharina und dann Sabine noch einen Abschlusssatz, bevor wir dann, ja, 6 Minuten haben wir gerade noch. Monika, willst du auch noch schnell was sagen? Ich glaube, mein Mikro geht gerade wieder nicht. Doch, es geht gerade. Oh, nein, ich will nicht, danke. Okay, also die Sache mit dem Etherpad war als Einstieg nicht so gelungen. Johannes, man hört dich tippen. Wie wäre es mit Katharina? Möchtest du vielleicht irgendwie nochmal sagen, wie du dieses Spannungsfeld Kurs-Community empfunden hast? Du hast ja nochmal eine spezielle Perspektive. Ja, also ich finde, wir sind schon ein bisschen näher gekommen jetzt, aber ich finde, es gibt immer noch diese Unterteilung Kurs und Community. Also dadurch, dass wir halt andere Kontexte haben und andere, sag ich mal, Lernumgebung. Also an der Uni ist es einfach so, man lernt viel mehr mit Texten, mit Büchern. Und die Leute aus der Community, hatte ich so das Gefühl, die diskutieren mehr über den Arbeitsalltag oder das in dem Kontext, in dem sie eben sind. Und das hatte manchmal gar nichts damit zu tun, was wir halt in der Offline-Session besprochen haben oder mit dem Text, den wir gelesen haben. Und da hat mir so ein bisschen die Annäherung zueinander gefehlt, also von beiden Seiten. Also ich meine, von unserer Seite ist es halt ein bisschen schwierig, weil wir uns in eurem Feld nicht auskennen sozusagen. Und in eurem Feld ist es halt schwierig, weil ihr vielleicht mit ganz anderen Medien arbeitet oder einen ganz anderen Kontext einfach im Arbeitsfeld habt und nicht so viel Theorie behandelt. Also das hat mir noch ein bisschen gefehlt, so diese inhaltliche Übereinstimmung. Also ich hatte immer das Gefühl, die einen diskutieren über das und die anderen über das andere. Das hatte ich ehrlich gesagt auch, aber findest du das nicht ein Anreiz? Also es gibt doch scheinbar eine Diskrepanz zwischen universitärer Ausbildung und dem Weg in die Praxis, ne? Dem, was später stattfindet. Hast du das nicht als Anreiz gesehen, dich da intensiver mit zu beschäftigen? Mir kam das halt eher immer so vor, dass ich mich da halt überhaupt nicht auskenne und ich wüsste auch gar nicht, wie ich in diesen Kontext kommen sollte, außer wirklich selber in der Firma zu arbeiten und diesen Alltag mitzubekommen. Mhm. Also ich meine, in der Theorie gehe ich an der Uni gehe ich in die Bibliothek, hole mir ein Buch zum Thema und dann weiß ich das, aber diese Praxiserfahrung, die kann ich eben nicht nachlesen, sondern die muss ich selber erfahren und das ist was, was die Studenten noch von den anderen in der Community trennt, diese Erfahrung, diese Arbeitserfahrung einfach selber in einem Unternehmen zu sein und das selber mitzubekommen, was es da für Probleme geben kann, wie ich da diese Theorie anwenden kann und so weiter. Also diese Erfahrung haben wir einfach gar nicht. Mhm. Okay. Vielleicht. Gut, danke schön. Sabine, möchtest du noch einen Abschlusssatz sagen, bevor ich dann die Session beende? Ich habe jetzt eigentlich gerade gar nichts zu sagen. Ja, es geht nochmal so um deine Einschätzung zum Spannungsfeldkurs Community. Das ist ja auch spannend. Also da würde ich jetzt zu Katharina vielleicht noch was sagen. Das würde ja dann eher dafür sprechen, dass jetzt nicht das computermediierte Lernen sinnvoll wäre, sondern eher eben ein Praxisbezug, dass man eben ins Unternehmen reingeht, dass man da eben erstmal Erfahrungen sammelt, bevor man jetzt sich auf so eine computermediierte Geschichte einlässt, oder? Ja, also ich finde, das hatte jetzt nicht so viel mit dem computermediierten Lernen zu tun, sondern einfach mit den Teilnehmern. Also
das mit der Praxiserfahrung, das ist eine gute Idee. Also wir haben ja auch Praktika im Studium. Es kommt halt dann aber auch wieder darauf an, wo ich mein Praktikum mache. Es geht ja nicht jeder in eine Firma und bekommt die gleiche Erfahrung, die dann der andere wieder hat. Also ja, also so eine Praxiserfahrung ist auf jeden Fall gut, nur es bekommt nicht jeder das, also es lernt sozusagen auch nicht jeder das Gleiche wie die Leute, die sich dann an so einem Kurs beteiligen. Okay, ich muss jetzt ja mal intervenieren, weil wir haben eine Minute, bis die Session zu Ende ist. Ich möchte mich bei allen Teilnehmern hier bedanken. Die Vorstellungsrunde haben wir infolge der technischen Probleme am Anfang einfach ausfallen lassen. Ich kann noch mal im Nachhinein sagen, also Johannes Muskaliuk ist von der Universität Tübingen und der Initiator des Open Courses. Katharina nimmt an dem Offline-Seminar teil. Alle anderen sind Online-Teilnehmer, abgesehen von Fabian Topstedt, der hier die technische Betreuung gemacht hat, ausgehend von UniTV. Ich bedanke mich nochmal bei UniTV. Johannes, kannst du dein Mikro kurz... ja, nein, vielleicht. Johannes möchte den Abschlusssatz sagen. Moment, also ich bedanke mich bei UniTV, dass wir die Plattform nutzen durften. Es kann gerne auf Twitter weiter diskutiert werden und Johannes will noch schnell einen Abschlusssatz loswerden. Das ist einfach ein Abschlussdank an die drei Hauptorganisatoren dieses UniTV-Programms hier, Andrea, Sabine und Cornelie. Und natürlich auch danke an Fabian, der die Technik gemacht hat. Ja, jetzt möchte ich auch nochmal mich für Andrea, bei Andrea bedanken, die also das Ganze hier wirklich ganz toll gemanagt hat und initiiert hat, mir hier noch 20 Minuten vor dem Kurs noch Input geliefert hat. Hast du gut. Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank, alle, die hier waren und alle draußen vom Stream. Der Stream wurde aufgezeichnet und ja, man kann es nachsehen. Fabian, danke dir. Danke für die Inhalte. Wir freuen uns immer über Inhalte. Bis zur nächsten Session.